Maria Magdalena, Channeling von Lynn Delaborde, Kommentar zur Lektion 192 von Ein Kurs in Wundern. Und Lektion 192 lautet: Ich habe eine Funktion, von der Gott möchte, dass ich sie erfülle. Hören wir, was Maria Magdalena dazu sagt. Grüße euch, Geliebte. Es gibt in der Tat eine Funktion, die zu dir gehört. Sie gehört allen und besteht darin, so zu sein, wie Gott uns erschaffen hat. Das bedeutet zu verstehen, dass deine Funktion, dass meine Funktion, dass unser aller Funktion darin besteht, zu vergeben. In dem Moment, in dem wir vergessen haben, dass unsere Funktion darin besteht, zu lieben. Wenn ihr euch eine der Beziehungen anschaut, die ihr habt, die Ehemänner und die Ehefrauen, die Söhne und die Töchter, die Mütter und die Väter, die Brüder und die Schwestern, werdet ihr erkennen, dass diese intimsten Beziehungen, diese engsten Beziehungen, die ihr habt, die Ansammlung von Wesen sind, die sich bereit erklärt haben, euch auf der Reise eurer Seelen zu unterstützen. Du hast gesagt, ich bitte dich, eine bestimmte Rolle für mich zu spielen. Ich bitte dich, mir zu helfen, zu einem Verständnis der Liebe und zum Verständnis der Vergebung zu kommen. Wirst du diesen Raum einnehmen? Wirst du ein Schauspieler in meinem Film sein? Und hier wäre dein Drehbuch. Bitte spiele deine Rolle gut. Und alle sind einverstanden. Dies sind die sogenannten Seelenverträge, Geliebte. Und in jedem Augenblick begegnet ihr einem anderen Aspekt von euch selbst, den ihr vielleicht nicht sofort erkennt. Ihr begegnet vielleicht jemandem und fragt euch, warum fühle ich mich von ihm so abgestoßen? Oder warum hege ich ihm gegenüber so viel Wut? Du magst jemandem begegnen und sagen, warum liebe ich ihn so sehr? Warum fühle ich eine solche Zuneigung für ihn? Versteht, Geliebte, dass dies alles Wesen sind, die ihr kennt, und erkennt, dass ihr sie gewählt habt, um in euer Leben zu kommen. Es gibt keine Zufälle. Es gibt keine zufälligen Begegnungen. Alles ist göttlich durch den Willen Gottes, damit ihr in der Lage seid, eure Aufgabe zu erfüllen, die darin besteht, euch daran zu erinnern, dass ihr Liebe seid. Jedes Mal, wenn ihr das Gefühl habt, dass es eine Beziehung gibt, dass es einen Umstand gibt, dass es etwas gibt, das nicht dazu gehört, jedes Mal, wenn du gefeuert wirst, jedes Mal, wenn du vertrieben wirst, jedes Mal, wenn du obdachlos bist, jedes Mal, wenn du nicht mehr mit einem Wesen in Beziehung stehst, wenn sie scheinbar weggegangen sind, wenn sie scheinbar gestorben sind, wenn sie scheinbar getötet wurden. All dieses, Geliebte, sind die Umstände, die dir gegeben wurden, damit du dich erinnerst, dass du vergeben kannst und sagen, ich vergebe diesem Umstand. Ich habe mich als Opfer gefühlt. Ich habe gefühlt, dass dies nicht sein sollte. Ich habe dies als etwas anderes als reine Liebe beurteilt, welche die reine Essenz Gottes ist. Du hast vergessen zu schauen und die Liebe zu sehen. Du hast vergessen, es zu segnen. Du hast vergessen, es zu sehen und zu sagen, dass dies in der Tat unschuldig ist. Das ist in der Tat neutral. Es hat nur die Bedeutung, die ich ihm gegeben habe. Vergebt euch also in diesen Momenten, meine Lieben. Und wenn ihr die Welt der Reaktion um euch herum seht, wenn du die Wesen in deiner Welt siehst, die Angst zu haben scheinen, verstehe, dass es ein Aspekt von dir ist, der deine eigene Angst im Spiegel betrachtet. Ihr seid nur dazu bestimmt zu lieben, Geliebte. Ihr seid nur dazu bestimmt, die Liebe auszudehnen. Eure heiligen Beziehungen zueinander sind ein Spiegelbild eurer heiligen Beziehung zu Gott. Du bist so, wie Gott dich erschaffen hat. Alle Wesen sind, wie Gott sie erschaffen hat. Und in der Manifestation hier sind sie so, wie du sie gebeten hattest zu sein, um dich daran zu erinnern, dass du und der Vater eins seid. Es ist eine sehr einfache mathematische Gleichung. Segen für euch, Geliebte, und wir werden wieder mit euch sprechen.